Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield. Jetzt müssen hier ganz leise umgehen. Und uns hier unbewaffnet. Die PLA bietet allen amerikanischen Soldaten Katastrophenhilfe an. Was? Ich hab doch... linke Maustaste. Was? Hey, wir müssen ganz leise vorgehen. Leise, aber sicher. Leise, aber sicher. Was? What? Warte mal, Rami, ich muss mal ein bisschen... Alter! Genau, ich will das ganze Spiel ein wenig heller machen. Boah, was ist denn los gerade? Es ist ein wenig dunkel hier. Ah. Licht. Boah, ich kann eigentlich so wie gar nichts sagen. Stör. Okay. Vorbei, mein Freund. Fuck, 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 von allen Seiten haben sie mich erholt. Da hätte ich mir nicht taktischer vorgehen müssen. Das war ziemlich doof. Oh, Leute, nee. Das war ziemlich doof. Das Messer.
müssen zu uns gesucht. Ah, hier gibt's hier was. Oh, scheiße. Granate. Ich hab keine. Boah, es sind viel zu viele, es sind zu viele. Es sind viel zu viele. Von allen Seiten durch. Sack. Scheiße! Blackburn! Alter! Was bin ich froh, dich zu sehen. In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. Gut, los. Wir haben Montes getroffen, zum Glück. Hat er es auch geschafft. Misfit! Hier Misfit 1-3! Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne diese Scheißgebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Starten in 5 Minuten. Was?
Ich hab dich hier. Komm. Sicher. Laut Milnet gibt es in der ganzen Stadt Krawalle und, halt dich fest, einen Coup im Iran. Gesponsert von unseren freundlichen Nachbarn, der PLA. Ah. Die scheiß PLA. Mensch. Was sind die? Da sind noch mehr Fahnen. Ich geh jetzt hier ins Geschütz. Tschüssi, Kosten! Ja. Erfolgreiche Mission. Mission auf der Jagd. Wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, hilft dir ein Blick auf deinen Kompass. So. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir die Mission auch geschafft. Und so lange ist die Story auch nicht mehr. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Unterbrechen Sie mich, wenn ich mich irre. Farouk al-Bashir und die PLA wollen am Tag des Erdbebens die Macht im Iran an sich reißen. Sie werden zu einer Bedrohung. Ein paar Wochen später schicken wir 50.000 Marines, um al-Bashir auszuschalten. Wir ziehen im Iran in den Krieg. Wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von al-Bashir? Geht's auch präziser? Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission. Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Teheran. Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen. Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin. Sie? Kenne ich nicht. Als ihr einmarschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf al-Bashir. Okay. Das werden wir jetzt wohl erfahren, was sie zu einer Beziehung zu ihr hatten. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Commander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten, aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Mehrabad. Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo al-Bashir ist. Okay, das heißt. Also, dann mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst. Da ist jetzt eine Frau. Die fliegen. Das war's so ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arsch-Zugkneif-Skala. Tag haben.
Okay, dann mal los! Da ist eine Frau. Die nicht fliegen muss, oder was? Die schießen muss. Ja, wir sitzen hinten. Go.
voll getroffen.